Wir sind zurück bei The Last Tinker. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Und wir werden uns heute erstmal im Blauen Tempel umschauen. War ja gestern einiges los mit den riesen, ja, Gilb-Ungeheuer. Mobby Bleich, wie sie ihn ja so schön genannt haben. So, dann wollen wir heute erstmal schauen. Ich bin mal gespannt, ob ich heute schon wieder überziehen werde mit der Zeit. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber momentan ist das Spiel so spannend, wie es weitergeht und auch vom Kampfsystem her, dass ich immer vergesse zu schauen, wann das Spiel speichert. Wow! Und ich übersehe auch, wie schnell die Gegner bei mir sein können. Tja, wie machen wir das jetzt? Und zack. Und zack. So, dann kommt man hier, meine Freunde. So, den haben wir. So, den haben wir auch. Und vor allen Dingen bin ich heute mal ganz zuversichtlich. Ich habe heute mal extra früh für euch aufgenommen. Dass ich es zeitlich endlich mal wieder schaffe, die Folgen um 18 Uhr für euch parat zu haben. Ja, momentan, ich mache das nicht absichtlich, ist aber viel los. Ich hoffe, ihr verzeiht es ein bisschen. Ist natürlich keine Entschuldigung. Ich gelobe Besserung. So, dann wollen wir mal schauen, was hier eigentlich so abgeht. So, der Admiral hat wieder Cojones. Und Tab will, dass wir auf jeden Fall gleich zurückreisen auf den Marktplatz. Wenn wir mal schauen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Bin mal gespannt, wie wir überhaupt hinkommen. Achso, hier. So. Wäre ich schon wieder fast in den Tod gesprungen? Siehst du die blaue Tulpe da drüben? Nein, ich auch nicht. Nur diese hässliche weiße Pflanze, die den Pflanzen meiner Platz meiner wunderschönen Eva, der blauesten Blume der Welt, eingenommen hat. Immer wenn ich traurig war, habe ich sie angesehen und ihr zugehört. Und schon ging es mir besser. Sie war die Überbringerin der Freude, die Königin der Blumen. Und jetzt ist sie nichts. Hm, oh Mann. Was, wenn wir sie wieder zum Singen bringen können? Dann bleibe ich hier, dann bleibe ich bei euch und tue mein Bestes, wenn euch zu helfen. Okay. Interessant, wie der alte Strauch da vorbei geflogen ist. Nichts ist passiert. So traurig. So traurig ist der blaue Geist, dass einfach mal nichts passiert. Das ist doch mal traurig. So, ey. Bix. Hallo, Affengesicht. Ich hasse es, wenn du sowas tust, Bix. Bix, kommst du? So, wollen wir mal schauen, was können wir machen? Ja, mal ganz ehrlich, ist das ein Fehler? Das Ding ist voll happy und weint dabei. So. Setze Kreis bei Big sein, um ihn seinen Samen weinen zu lassen. Seine leuchtende Aura wird was? Ich kann das nicht, ich kann nicht heulend und Dinges. Bereiche einfärben, Bleiche entfernen und bleichen Objekten ihre Farbe wiedergeben. Wenn du eine neue pflanzt, verschwindet der alte. Der traurige, traurige Kreislauf des Lebens. Okay, Bix, dann werden wir dich jetzt mal opfern. Oh. Es ist ja total traurig. Oh, hier, da ist ein kleiner Bix. Ein ganz kleiner Bix. Aber interessant, dass das geht.
Ist aber irgendwie voll fies, finde ich. Der arme Bix. Man kann doch nicht den armen Pilz einfach reinhauen. Hm. Na gut, dann machen wir es mal. So, dann mach hier mal auf. Hm. Finde einen Weg zu der blauen Blume. Mal gucken. Komm mal her. So. So, du kommst jetzt mit. Dann wollen wir mal schauen. Hallo, komm doch. So. Dann wollen wir mal. So. Okay, das wird nicht klappen. Ich glaube nicht, dass er uns folgen kann. Oh, ja, nicht meinen. Wir holen dich gleich. So, dann schauen wir mal. Komm mal hier hoch. Oh, ich glaube, ich werde sterben, wenn ich das Ding berühre. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Wo ich in der Bleiche drin stehe. So, interessant. Ich frage mich, wofür jetzt der Tipp war. Sieh nur. Diese fiesen Kreaturen sind über meine geliebten Blumenbeete getrampelt. Es hat mich so traurig gemacht. Meine Traurigkeit ist übergeschwappt und hat sie erstarren lassen. Du kannst Kreis einsetzen, um sie zu betäuben. Die noch laufen können. Ein trauriges, befärbter Feind ist von hinten besonders verwundbar. Jetzt rette meine geliebte Blumenbeete. Wenn ich weiß, dass mein Garten außer Gefahr ist, öffnet sich das Tor zu Eva. Oh, und pass auf die Blumen auf. Okay, das ist einmal ein bisschen fies. Wir sollen die Gegner zum Weinen bringen und erstarren lassen. Und wenn sie dann erstarrt sind, machen sie was von hinten fertig. Ein bisschen fies, ne? Jemand, der schon weint, von hinten nochmal niederzuschlagen. Ich weiß ja nicht, was das für eine moralische Botschaft ist. Jemals keine nette. Oh, Alter, wo kommt ihr denn alle her? So, mal gucken, wie kann ich denn... Kann ich ihn splashen? Nein, er hat mich in der Luft erwischt. Verdammt. Tja, okay, wollen sie gleich was? So, jetzt aber hier. Haha. Ich finde das voll fies, Alter. Du musst sie traurig machen und dann... Aber ihn hier, nee. Also bei ihnen habe ich keine Gewissensbisse, bei diesen scheiß Schießern. Die ballern mir zu viel. Oh, hier der Arme. Ich weiß nicht, man, das Spiel ist für 7 Jahre. Na gut, Peggy hat es jetzt gemacht. Die sind ja bei Gewalt eh ein bisschen neutraler. Bei denen, die machen ja das Spiel, je mehr Erotik in einem Spiel drin ist, desto höher ist die Altersfreigabe. Bei der USK ist es ja eigentlich völlig egal. Da könnte theoretisch auch ein halber Porno drin sein. Das Ding wird immer noch 12 Jahre Freigabe bekommen. Aber solange auch nur eine Gewaltszene drin ist, dass du jemanden irgendwo stupst oder so, gleich eine 18er Freigabe. Ist ja immer so bei USK. Ich weiß nicht, komisch, dass das beim Testen jetzt nicht mal so ein moralischer Ansatz war. Dass das irgendwie vielleicht doch eine höhere Ansatz ist. Naja, vielleicht ist es deswegen auch ab 7. Das könnte sein. Dass es sogar nicht noch niedriger ist. Aber wer weiß. Was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Spieler, der sich schon seit über... Warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lüge. Seit über 24 Jahren, als ich meinen allerersten Gameboy in der Hand hatte, bin ich aktiver Zocker. Und ja, da weiß man ja angeblich nicht, laut den
Politikern, worauf es auf Spiele ankommt und wo man auf Spiele achten muss. Was schädlich ist und was nicht. Aber was weiß ich schon. So. Das Tor ist offen. Gehen wir mal hier hoch. Haben wir irgendwo was vergessen? Nö, ne? Ich glaube, wir haben alles. Uhu, danke, dass du diese Unholde besiegt hast. Aber glaube nicht, ich hätte nicht gesehen, wie du auf meine Blumenbeete getreten bist. Egal, ich werde dir jetzt meinen Code geben. So, der lautet Viereck, Kreis, Dreieck, Kreis, Viereck. Okay. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay. Mal gucken. Huch, jetzt bin ich runtergefallen. Blumenbeete? Ich habe doch genau geguckt, da waren keine Blumenbeete. Naja. Oh, jetzt hat er den eigentlich gemacht. Okay, dann muss ich nochmal. So. So, also. Den. Den. Dann muss ich langsam machen. So, jetzt Kreis. Jetzt machen, okay. Ach, das arme Blau. Immer nur am Weinen und am Heulen. Guck mal. Ja, wo sind denn da die Blumen? Wir sind doch ganz vorsichtig rübergegangen. Die Pflanzen, die doch schon tot sind, die kann ich ihnen doch nicht noch toter treten. Sieh nur. Wenigstens sind einige meiner Blumenbeete, sie sind in diesen bleichen Trampeltieren entgangen. Doch Bomber ist traurig, er weint sich die Seele aus dem Leib. Oh nein, noch mehr Trampeltiere. Das darf nicht wahr sein. Noch einmal. Nicht noch einmal. Fabelhaft. Ein Hoch auf Bomber ist hoch auf die Trauer. Ein Hoch auf die Trauer? Das ist aber nicht schön. Wenn du Kreis bei ihm einsetzt, wird er das wieder tun. Du tust es... Was? Du tust dir nicht mal damit weh. Naja, ich weiß ja nicht, was ich gerade hier moralisch von diesem Level halten soll, ehrlich. Ist zwar schön gemacht, aber irgendwie... Okay, ich komme gar nicht so schnell dahin. Ah, der Dicke, der hat... Stimmt, der Dicke hält zwei von diesen Powerschlägen aus. Hab ich vergessen. Oha, da kommen sie schon. Ey, das ist cool, du kannst die ja aufhalten lassen. Tja, was für eine Gegnerzahl. Willst du mich rollen? Alter. Aber da ist ja alles dabei. Jeder Große. Der mit Hörnern, der Haiartige, der komplett Glatte. Ah, ich kann nicht einsetzen, okay. Und warum kommen die jetzt nicht mit? Naja, Vorteil für uns, würde ich mal sagen. So. Oh, da oben ist schon wieder ein Admiral. So, komm mal mit, Bomber. Hey! Ja, brauchst keine Angst mehr haben, ne? Ich hab keine Angst. Denn ist ja gut. So, dann komm mal mit. So, du musst für mich einmal... Wo bist du denn? Ja, komm her. Wir spielen jetzt... Oh, 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 oh. Oh, der Arme. Das ist ja mal gemein. So. Komm, wir helfen dir jetzt. So. Dann kannst du erstmal deinen Trauer abbauen und hier dagegen rennen. Danke. Danke dir. Kommst du mit? Ja, klar. Sehr schön. Immer schön mitkommen. Wir müssen da lang. Dann schauen wir erstmal hier, was es hier so Schönes gibt. Hm, schade, nichts Besonderes. So, dann müssen wir ein bisschen langsamer machen, dass der Bomber noch hinterherkommt. Aber brauchen wir anscheinend gar nicht. Gut, Bomber, bleibst hier. Und nicht wieder weinen, ja? Okay. So, sehr gut. Oh.
die Tulpe. Von hier aus sieht das aus, als hätte die Tulpe ein Gesicht. Als wenn das so eine Art Drache oder so eine Art Karpfengesicht wäre. Oh. Nein, springen! Alter, war das schon wieder hier knapp an der Existenz. So. Eva, was ist mit dir passiert? Wir müssen einen vom Pilzvolk finden. Ich habe einen im chinesischen Garten gesehen. Er ist gleich da drüben. Beeilung! Das ist voll komisch, Alter. Irgendwie macht dieser blaue Geist mir extrem Angst. Der grinst die ganze Zeit und heult dabei. Ich würde ja verstehen, wenn er vor Lachen weint. Kennt man ja. Da muss man so stark lachen, dass die Tränen kommen. Aber der macht es doch ein bisschen unheimlich, wenn ich das mal so sagen darf. So, was ist hier noch? Gar nichts. Mal schauen. Ich glaube, hier müssen wir zwar noch nicht hin. Nee. Aber hier sind Kisten. Kisten. Aber ich finde es auch schön, dass die letzten Level, oder ich weiß nicht, ob das die letzten sind, aber zumindest die blauen Level sind doch relativ mal schön lang gegenüber den doch relativ kurzen grünen Level. Da haben sie wohl gemerkt, dass das so nicht geht. Ach, echt schön gemacht hier. So, was jetzt? Da hoch, okay. Ach, okay. Interessant. So. Briggs. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. So, jetzt müssen wir hier ihn wieder erstmal zum Weinen bringen. So, dann kommen wir hier durch. So, dann nochmal, bitte nochmal weinen. Oh, der Arme. Der arme, arme Briggs. Aber irgendwie habe ich hier noch nicht den richtigen Ansatzpunkt gefunden. Ah, hier geht's lang. So. Oh, sterbe ich, wenn ich jetzt noch rangehe? Nee. Okay. Achso, die ganze Aktion ist nur dafür da, um Briggs zurückzuholen. Okay, Briggs, komm her. Briggs, komm her! So, und jetzt bitte nochmal kurz nochmal zweimal Tränen rausdrücken. Keine Sorge, Briggs, ich hol dir nachher auch ein schönes Eis. Der musste. Seht ihr, genau das meine ich. 10.000 Mal passiert nichts, jetzt gehst du bei und bist tot. So, jetzt hängen wir hier fest oder was? Ne, Briggs ist da, gut. So, dann hier rüber. Und nicht mal zu nah rangehen. Geht nicht. Okay, jetzt ist es schon wieder nicht bewegbar. Ah, kommen Sie bitte mit. Verstehe ich nicht. Wie willst du denn das machen? Ach, pass auf. So, warte, ich lass mal hier. Bitte nochmal kurz weinen. Mal gucken. Auch nicht. Dann muss er doch weiter rüber. Aber wie soll man das machen? Wenn er doch jetzt hier ist und ich setze das Ding schon wieder ein, dann... Ich weiß ja auch nicht. Ja, jetzt kannst du das Ding benutzen. Toll, aber ich... Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders gerade. Mal gucken, ist hier hinten noch irgendwas? Nee.
Kein Pilzspawner, kein gar nichts. Wenn ich den jetzt wieder betätige, passiert das. Das bringt mich aber nicht weiter. Das ist wahrscheinlich wieder so einfach und ich sehe es schon wieder nicht. So, vielleicht wenn ich ihn... Komm mal mit. So, wenn ich dich hier drauf stelle... Ach nein, stimmt ja. Wir brauchen ja gar nicht den Bix dafür, dass er in unserer Nähe ist. Er muss ja nur hier seinen Pilzsamen hinlegen. Der alte Perverse. Stimmt, so, dann komm mit. Genau, ich war einfach nur wieder zu vorschnell. So, jetzt zack, zack, zack. So, jetzt. Genau, und schon klappt es. Ich finde es schade, dass man all diese Fähigkeiten erst so spät bekommt. Die müsste man alle schon eigentlich, finde ich, viel früher haben und dann, dass man so öfter mal einsetzt. Eva, schnell, färbt sie ein. Ich muss ihre wundervolle Stimme hören. Okay, so, dann komm her, Bix. Wo denn? Da. So, einmal einfärben, bitte. Oh, einmal einfärben, bitte. Okay, geht nicht. Bin ein bisschen näher ran. So. Oh nein! Die Bleiche muss ihre Stimme ruiniert haben. Wie furchtbar! Ihre bezaubernde Gesang ist... Oh, wieder zu schnell gedrückt. Habe ich falsch gemacht? Warum konnte ich nicht für sie sorgen? Das ist doch nicht deine Schuld. Du bist nicht für die Handlungen anderer verantwortlich. Wenn du eine andere Blume in deine Obhut hättest, würdest du es sicher prima machen. Sie hatte keine Schwester. Sie hat eine Schwester, die hier in der Nähe in einer Höhle lebt. Ich hoffe, sie singt genauso gut, wie Eva es einst konnte. Perfekt. Komm einfach mit, dann bringen wir dich zu ihr. Na gut. Oh, hier, was kommt jetzt? Da draußen sind Monster, die uns angreifen. Der Admiral verlangt nach dir, bitte beeil dich. Ich bin gerade voll mutig, jetzt hat er schon wieder Schiss. Na gut, ab in die Höhle. Gab es eigentlich irgendwo einen Safer? Ich habe schon wieder verpasst zu gucken, ob es einen Safer gab. Wahrscheinlich wird es hier einen Safer geben. Ist ja doch ganz schön schlecht. Also, was heißt schlecht? Schwer, so eine traurige Person zu sprechen. Habe ich auch noch nie im Leben gemacht. Wieder was dazugelernt. So, Spiel speichert, das wollte ich doch wissen. Und damit sind wir für heute auch wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Also, macht was Sinnvolles!